Hitradio FFH. Ankes Tanke. Für mich noch einen Kaffee, Anke. Mit oder mit ohne Milch? Mit ohne. Boah, Stefan, Ankes Tanke geht ja im Laub unter. Du hast halt nicht nur bei deiner Preisgestaltung eine Rechenschwäche. Ich glaub jedenfalls, ich brauche einen Laubbläser. Passender wäre die Bezeichnung Lautbläser. Stimmt. Wenn mein Nachbar am Samstag nochmal morgens um 8 mit seinem Hunter-Hurricane unsere halbe Hecke umflanscht und nebenbei die heimische Tierwelt Fußmatten und einen Fiat 500 in den Orbit schießt, trete ich dem so in den Hintern, dass er sich zwei Paar Schuhe beim Bremsen abläuft. Upsi. Ist doch so. Einmal die 4 und im Wischeimer draußen ist Laub. Cool. Hä? Dann können Sie ja gleich mal ein Blatt vor den Mund nehmen. Was? Momentchen mal bitte. Stefan, wenn es draußen so warm ist wie diese Woche, kommt man beim Laubbrechen ja ins Schwitzen. Oder anders gesagt, du wärst endlich mal ein heißer Feger. Nee. Also der September 2019 war übrigens der weltweit wärmste September seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1890. Stefan, sonst finde ich einen warmen Herbst aber schön. Hauptsache, du machst nicht wie die Bäume. Hä? Dich entblättern. Oh, macht 428 Euro, sammeln Sie neue Blattpunkte, haben Sie eine goldene Blattcard oder sind Sie im Sepp-Blatter-Club? Nein. Dann danke schön. Bitte schön. Ankes Tanke, täglich in Guten Morgen Hessen. Bei Hitradio FFH.